Nathalie, unschwer zu erkennen. Ich bin zurück, alles hinter mich gebracht, umgezogen und jetzt bin ich wieder frisch und frei und frank für euch da mit drei ganz tollen Karten, wie immer. Ich habe die erste Karte für euch, die hoffentlich hier nicht so sehr spiegelt, und zwar Zeit zum Feiern. Es ist für euch jetzt wirklich angesagt, dass ihr die kommende Woche jetzt mal nehmt, in der Urlaubszeit, in der Reisezeit, egal wo ihr seid, natürlich auch zu Hause im Übrigen, darf ich sagen. Nehmt euch eure tollen Freunde, Menschen, die euch einfallen, Menschen, die ihr vielleicht neu gerade kennengelernt habt im Urlaub oder was auch immer, eure Kinder, eure Eltern, nehmt euch einfach, was ihr euch nehmen wollt, um damit Spaß zu haben, ja? Um zu singen, zu tanzen, zu feiern, zu chillen, zu einfach zu feiern. Ja, feiert euch, feiert euer Leben, feiert jeden Moment. Ja, ohne drüber nachzudenken, dass ihr jetzt nächste Woche oder in ein paar Wochen oder was auch immer wieder zurück an die Arbeit müsst oder dass der Urlaub gar zu Ende ist oder vorbei war oder was auch immer, sondern genießt bitte jetzt wirklich eure Zeit. Ja, es ist jetzt wirklich Zeit, dass ihr eure Zeit genießt mit tollen Menschen, die euch einfallen, die euch Spaß bereiten. Ja, auf jeden Fall. Greift drauf zurück. Die freuen sich über euch und ihr freut euch über die Leute. Und wie gesagt, nicht im stillen Kämmerlein sitzen jetzt und drauf warten, dass sich irgendjemand meldet und sagt, oh, ich habe aber niemanden oder so, sondern bestellt euch das wirklich. Und die geistige Welt wird euch unterstützen, euch Leute bringen. Ja? Und wenn ihr euch aufmacht und offen seid, da könnt ihr ganz, ganz viel Spaß haben. Ja, soll ich euch ausrichten. Die zweite Karte ist auch eine wunderbare Karte mit innerer Frieden. Innerer Frieden spricht davon, dass ihr wirklich jetzt, im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, chop wood. Das heißt im Prinzip Holz hacken. Also es ist jetzt nichts Spektakuläres gerade angesagt, sondern ihr sollt wirklich gucken, dass ihr den Moment, wie gerade eben auch schon erwähnt, genießt. Ja, dass ihr wirklich sagt, ja, egal was jetzt hier gerade ist, ich kümmere mich um mich, mir geht's gut. Ich schaue einfach, dass ich das tue, was ich zu tun habe und das mit möglichst viel Spaß tue, was ich zu tun habe und dass ich mir gar keine großen Gedanken mache oder irgendwelche ollen Dramen wieder hochspiele oder sonst irgendwas, sondern im Prinzip wirklich macht einfach so eure Dinge, ja? Also macht einfach eure Alltags solltet ihr noch zu Hause sein und nicht gerade im schönen Hotel irgendwo sein, macht einfach eure alltäglichen Dinge so, wie ihr sie machen sollt und habt so viel Spaß wie möglich dabei, gönnt euch Pausen, gönnt euch einfach alles, was euch gut tut, gönnt euch ein Nickerchen, gönnt euch was Tolles zu essen, gönnt euch einfach jeden Moment, schaut auf euch, ja, dieser im Frieden sein und wenn ihr euch dabei ertappt, wieder über irgendwelche Dinge nachzudenken, die euch ein nicht so tolles Gefühl hier macht, dann guckt bitte, dass ihr euch da ein bisschen davon befreit und euch wirklich sagt, okay, nee, ich habe jetzt beschlossen, heute bin ich im Frieden, heute ist alles gut. Ich habe jetzt keine Lust, mich heute über irgendwen oder irgendwas aufzuregen oder mich in der Zukunft zu befinden, wo ich mich darüber aufrege, dass ich letzten Endes jetzt dann wieder arbeiten muss oder dass der Urlaub schon vorbei ist oder dann bin ich in der Vergangenheit und reg mich darüber auf, dass eben der Urlaub vorbei ist oder dass irgendwelche andere Sachen vorgefallen sind. Nee. Bleibt jetzt einfach mal im Moment. Ja? Übt einfach mal im Moment zu sein und euch über den Moment zu freuen. Ja? Dann haben wir als dritte Karte, egal wo ihr seid, Zeit zur Erholung. Auch wenn ihr gerade wirklich aus dem Urlaub gekommen seid, ja, und wenn ihr sagt, naja, also sowas, jetzt kann ich mich nicht schon wieder erholen, ich kam ja gerade erst aus dem Urlaub. Es ist immer Zeit für Urlaub. Ja, das klingt etwas ketzerisch vielleicht aus fremdem Munde, aber sie sagen, im Prinzip sollte man sich sein Leben tatsächlich so gestalten, dass man immer das Gefühl hat, man ist im Urlaub. Klingt wirklich schräg. Ich weiß, vor allem wenn man in Alltagsaufgaben erstickt oder in Arbeit erstickt, dann klar, dann kann jemand anders gerne mal behaupten, man soll sich Urlaub machen. Aber man kann das in der Tat. Die Karte vorher mit diesem inneren Frieden hat es auch schon andeuten wollen. Ihr könnt euch tatsächlich dadurch, dass ihr euch erstmal morgens am besten schon eine Viertelstunde hinsetzt und meditiert,
Die 15 Minuten sind extrem gut investiert. Dadurch ist euer Timing den ganzen Tag anders. Egal wie viel ihr zu tun habt, ihr habt eine andere Taktung. Ihr habt einfach wirklich so viel mehr Möglichkeiten, das richtige Timing zu haben, die richtigen Gelegenheiten zu ergreifen, die richtigen Menschen anzuziehen. Das ist einfach so viel unhakeliger, ja? Ihr seid so viel effektiver, so viel effizienter. Selbst einfach ein sogenannter Nicht-Urlaubstag kann dann einfach zu einem tollen Tag werden. Und so sollte man eigentlich sein Leben gestalten. Ja? Also jeden Moment guckt bitte drauf, was ihr da mit euren Momenten des Tages so anstellt. Und wie gesagt, es ist nicht damit geholfen, dass ihr dann sagt, ja, jetzt habe ich aber nur so und so viele Urlaubstage im Jahr und das ist dann mal mein Urlaub. Ja, und das war's dann. Und während ihr im Urlaub sitzt, guckt ihr auf die Uhr und sagt, ach Gott, schon wieder ein Tag vorbei. Jetzt muss ich dann schon wieder einen Tag früher wieder in diese doofe Arbeit oder wieder nach Hause oder was weiß ich, Dinge tun, die ich nicht möchte oder mich langweilen oder was auch immer. Damit verhagelt ihr euch dann auch noch den Rest des Urlaubs beziehungsweise den Rest des Tages und ihr habt immer nur diesen einen Tag, den ihr euch toll gestalten könnt. Also nehmt euch, und wenn es nur einfach ein Nickerchen am Nachmittag ist, wenn es einfach nur ein paar Minuten sind, wo ihr rausgeht mal, euch in die Natur begebt ganz kurz oder einfach eine Pause macht und sagt so, und das gönne ich mir jetzt, ob das jetzt gerade angesagt ist oder nicht. Ich gönne mir das jetzt einfach wirklich mal, und wenn es ein kurzer Moment ist, um mich wieder aufzuladen, um mich wieder gut zu fühlen, und dann geht es weiter im Text und dann geht es ganz anders weiter im Text. Viel besser. Ja, Zeit zur Erholung heißt natürlich auch mit dem Mindset, also mit der geistigen Haltung, euch gleich morgens schon zu bewegen, dass ihr dann die geistige Welt eben auch darauf ansprecht und sagt, naja, also eigentlich habe ich ja gar keine Zeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Also eigentlich muss ich ja arbeiten, eigentlich muss ich ja dies und das und jenes und das muss ich auch noch alles irgendwie hinkriegen. Aber ihr habt sicherlich Mittel und Möglichkeiten, mir Dinge zu, wie soll ich sagen, herzustellen. Ja, die geistige Welt ist wirklich immer dabei, euch zu helfen und euch eure Wünsche zu erfüllen. Dass ihr wirklich auch mal Leute in euren Dunstkreis bekommt, die euch vielleicht Dinge auch abnehmen, wo die Dinge einfach dann auch leichter laufen und ihr sagt, ja Mensch, das ging aber heute einfach. Ja, komisch. Also, es lag dann an euch. Ihr habt euch entschieden, um euch zu kümmern, euch auch Freizeit zu gönnen. Das ist die Basis dessen, dass man euch dann auch Freizeit geben kann, ja, aus der geistigen Welt. Dass das dann auch kommen kann, aus irgendwelchen komischen Gründen dann, ja, die sich merkwürdigerweise dann so ergeben. Ja, also ihr Lieben, probiert es aus für die Woche. Feiert, chillt. Lasst es euch super gut gehen, hier von meiner Seite. Kühlt euch schön ab. Ihr habt es ja auch sehr heiß, habe ich mir sagen lassen, da in Deutschland. Wasser ist immer gut, wie ihr wisst, wenn es irgendwie geht. Geht raus ins Wasser und genießt einfach jetzt diesen unglaublich tollen Sommer in Deutschland. Und dabei wünsche ich euch super, 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 super viel Spaß. Ich wünsche euch tolle Leute um euch rum. Freue mich auf euch, auf nächste Woche wie immer. Und freue mich auf neue Anfragen zu meinen persönlichen Readings. Der Link ist wie immer im Kasten. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss.